die Stunde des Bedauerns. Dies ist eine Stunde, an der man sich allein setzen muss, nachdenken muss. Worüber nachdenken? Nachdenken über eigene Sünden, über eigene Verfehlungen, über unsere Sünden und unsere Verfehlungen, über unsere Ungehorsamkeiten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdenken über verlorene Zeiten, Zeiten, die vergangen sind, in der wir nichts Gutes getan haben. Diese Stunde ist sehr wichtig im Leben, bevor es zu spät ist. Man sitzt und denkt über die Jahre, die verloren gegangen sind, in der wir kein Hajj verrichtet haben, kein Pilgerfahrt verrichtet haben, in der wir kein Umrah verrichtet haben, in der wir viele Pflichten vernachlässigt haben, in der wir Allah vergessen haben, subhanahu wa ta'ala. Nächte, die vergangen sind, in der wir nicht nachts aufgestanden sind und gebetet haben. Tage, in der wir nicht gefastet haben. Liebe Geschwister, diese Tage und Nächte kehren nie mehr zurück bis Yawm al-Qiyam. Deswegen, man müsste sich hinsetzen und nachdenken, weinen und bedauern und bereuen, von dieser Zeit nicht profitiert zu haben. Es gab einen kleinen Jungen, der von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet wurde. Er lebte in einer Familie, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht kannte. Sie waren Muslime, aber nur namentlich Muslime. Sie hatten vom Islam nur den Namen. Aber Allah hat sich diesen Jungen in dieser Familie ausgesucht und hat sein Herz erleuchtet. Allah subhanahu wa ta'ala zeigte ihm den richtigen Weg. Der Vater dieses Jungen, er hat nie gebetet und kannte noch nicht mal die Richtung der Qibla. Er kannte noch nicht mal die Gebetsrichtung. Aber dieser kleine Junge hat immer versucht, mit seinem Vater Da'wah zu machen. Hat immer versucht, mit seinem Vater zu reden über Islam, über die Reue im Islam, über die Wichtigkeit des Gebets im Islam, dass Allah ihn das Gebet zur Pflicht gemacht hat. Er ermahnte seinen eigenen Vater, aber der Vater hörte nicht zu und interessierte sich nicht für diese Worte. Er lebte so weiter in Sünden, wa'iyadu billah. Dieser kleine Junge ging oft zur Moschee. Eines Tages betete er in Moschee und er hat so viel geweint, bis ein Scheich auf ihn aufmerksam geworden ist. Der Scheich fragte den kleinen Jungen, warum er weint. Der kleine Junge antwortete: Ich mache mir Sorgen um meinen Vater. Ich mache mir Sorgen um meinen Vater, weil er nicht betet. Der alte Scheich, der Wissen besaß, hat den Jungen auf Qiyam al-Layl, auf die Nachtsgebete darauf hingewiesen. Er soll dann nachts aufstehen und zwei Raka'at beten zu Allah subhanahu wa ta'ala und weinend Allah bitten Azza wa Jal, dass er seinem Vater recht leiten soll. Dieser kleine Junge, dessen Herz noch rein war, geht nach Hause und hält sich an die Anweisung vom Scheich und betet und betete die Nächte und weinte zu Allah subhanahu wa ta'ala um die Rechtleitung seines Vaters. Und wie viel schön wäre es, wenn jeder Muslim und Muslima diese Sorge tragen würde für seine Familie. Denn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, eine ungefähre Bedeutung des Hadith, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsih. Keiner von euch ist vollständig gläubig, bis er das, was er sich selber wünscht, und das, was er sich selber für sich selber liebt, für seine Geschwister liebt. Und niemand von uns würde wollen, dass seine Familie in die Hölle landet, wa'iyadu billah. Denn niemand von uns will in die Hölle landen. Und genauso dürfen wir es nicht wollen für unsere Familien, wa'iyadu billah. Wir kehren zu dem Jungen zurück, der nachts betet und weint um seinen Vater. Subhanallah. Eines Nachtes kehrt der Vater, A'udhu billah, von seinem Feier zurück. Er war unterwegs
bis zum letzten Drittel der Nacht und sündigte wie immer, wal-iyadu billah. Und erfüllte seine abscheulichen Taten, sei es Zina oder Alkohol getrunken, wal-iyadu billah. Der Vater kommt nach Hause zurück, es ist alles still, bis zu einer weinenden Stimme in dieser Wohnung. Der Vater wundert sich, wer in dieser Uhrzeit weint. Er sucht, macht die Türen auf und schaut. Plötzlich sieht er, wie sein kleiner Junge, ein ganz kleiner Junge, sitzt im Gebet und weint zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weint, das sind aufrichtige Tränen, warme Tränen, die aus dem Herzen kommen. Traurige Tränen, Tränen aus Sorge um seinen eigenen Vater, der, wenn er so sterben würde, ewig in Jahannam landen würde, wal-iyadu billah. Der Vater sieht seinen eigenen Sohn in diesem Zustand. Dieser Zustand des Jungen bewegt das Herz des Vaters, dank Allah subhanahu wa ta'ala. Der Vater macht die Tür zu und geht ins Badezimmer und wäscht sich von seiner Unreinheit, wal-iyadu billah. Und dann kehrt er zurück in dieses Zimmer, in dem sein Sohn sich befindet, und setzt sich hinter seinem Sohn, während der Sohn noch am Beten und immer noch sich befindet im Inneren, immer noch im gleichen Zustand, und ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala: Allahumma ihdi abi, Allahumma islah abi, O Allah, leite meinen Vater recht, O Allah, verbessere meinen Vater, O Allah, erlaube meinen Vater zurückzukehren. Denn nur der Einzige, der diese Reue genehmigt und erlaubt, ist Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jal. Der Vater sitzt hinter seinem Sohn. Plötzlich dieser Sohn macht weiter sein Duas und der Vater sagt Amin. Der Sohn macht Dua und der Vater sagt Amin, bis der Junge sich gedreht hat und sah seinen Vater hinter ihm sitzen und weinte wie sein Sohn und sagte wiederholend Amin. Dann nahm der Vater seinen Sohn in den Arm. Sie nahmen sich beide in den Arm. Dann haben sie gemeinsam, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, die Nacht gebetet, weiter gebetet bis zum Fajr-Gebet. Und beide haben geweint. Aus Freude, aus Trauer, aus Furcht, aus Reue haben alle geweint. Und dies war der Beginn des Lebens des Vaters. Dies war der Beginn der Reue des Vaters. Dies war der Beginn des wahren Lebens des Vaters. Maybe to be rich, money, to gather a lot of money. Hat die Chance zurückzukehren, Alhamdulillah. Jeder von uns muss sich hinsetzen, liebe Geschwister. Hinsetzen und nachdenken. Nachdenken über die Sünden, die wir tagtäglich begehen. Sei es große oder kleine Sünden. Nachdenken über die Pflichten, die wir vernachlässigen. Nachdenken über die Stunden und Minuten, die wir vernachlässigen, die wir vergeuden, wal-iyadu billah, für nichts. Nachdenken über die Jahre, die verloren gegangen sind. Und gleichzeitig danach nachdenken über die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, wie oft hat Allah dir Zeit gegeben? Wie oft hat Allah subhanahu wa ta'ala dich bedeckt, während du Sünden begehst? Wie oft begehst du alleine Sünden? Du versteckst dich vor Menschen, aber nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala, denn man kann sich vor Allah azza wa jal nicht verstecken. Und trotzdem bedeckt dich Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem versorgt dich Allah subhanahu wa ta'ala. Und er gibt dir alles, was du willst. Du lebst auf seiner Erde noch, unter seinem Himmel subhanahu wa ta'ala. Du lebst von seiner Versorgung. Du atmest die Luft, die er erschaffen hat für dich subhanahu wa ta'ala. Du verdankst alles Allah subhanahu wa ta'ala, trotz all die Sünden, die du begangen hast. Obwohl du Allah vergessen hast, Allah hat dich nicht vergessen, subhanahu wa ta'ala. Ist es nicht Zeit zurückzukehren? Ist es nicht Zeit, dass du nachdenkst, über die Reue nachdenkst, über die Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala nachdenkst? Und dann denke darüber nach, dass solange du lebst, solange die Sonne nicht vom Westen aufgegangen ist, hast du die Chance, walillahi alhamd, zurückzukehren. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich wieder aufnehmen. Denk darüber nach, er hat dir genug Zeit gegeben. Aber nimm dich in Acht vor Allah azza wa jal, denn du weißt nie,
wann Allah dich packt, subhanahu wa ta'ala, überraschend in einem a'udhu üblen Zustand. Falls du dich im Sinne befindest, hab Angst. Fürchte Allah richtig, subhanahu wa ta'ala. Denn viele sind in diesem Zustand gestorben. Und dies ist eine a'udhu bi abscheuliche Ende. Denk nach, falls du am Trinken bist, vielleicht ist das der letzte Schluck, den du trinkst. Und du triffst Allah betrunken, yawm al-qiyamah, al-iyadu billah. Wenn du Drogen zu dir nimmst, dann denk darüber nach, vielleicht ist das der letzte Zug, den du gerade machst. Und Malik al-Maut lauert um die Ecke, um deine Seele zu nehmen. Aber dann wirst du laut rufen, Rabbi al-Ji'un, und dies wird dir nicht nützen, denn du wirst nie mehr zurückkehren, wenn du stirbst. Aber jetzt, Achi, du lebst noch. Du atmest noch, alhamdulillah. Du bist noch gesund. Also sei Allah dankbar, subhanahu wa ta'ala, und kehre zurück. Und ich verkünde dir eine frohe Botschaft von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. In einem Hadith, das sahih ist, Al-Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam يقول, An-Nadamu Tawbah. An-Nadamu Tawbah. Das Bereuen an sich ist eine Reue. Das heißt, wer bereut, wer bedauert, alles getan zu haben, egal was das war, und kehrt zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist schon eine aufrichtige Reue. Aber es sollen nicht nur Worte sein, sondern sobald du bereust und geweint hast, beginne mit der Praxis. Fang an zu beten, kehre zu Allah zurück, subhanahu wa ta'ala. Dann wird Allah all deine Sünden tilgen, inshaAllah. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala all deine Verfehlungen zu guten Taten umwandeln. Beeil dich, Achi, bevor es zu spät ist. Denn es gibt Stunden, in der Reue nie mehr was bringen wird. Wenn du am Sterben liegst, wird dir die Reue nichts mehr nutzen, denn es ist zu spät. Wenn du im Grab liegst, dann wird dir die Reue nichts mehr nutzen, denn du kannst nicht mehr zurückkehren, um alles wieder gut zu machen. Genauso wie ein Kind, wenn er ohne Arm geboren wird, so kann er niemals im Mutterleibe zurückkehren, um einen Arm mit nachzuholen. Dann ist es unmöglich. Genauso, wenn man stirbt, ist es unmöglich zurückzukehren, um alles wieder gut machen zu können. Also beeil dich, Achi. Denn die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala umfasst sein Zorn, azza wa jalla. Und denke niemals und werde niemals hoffnungslos, aber verstehe auch die Hoffnung von Allah subhanahu wa ta'ala nicht falsch. Ich bitte dich darum, dir diese Ayah aus dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala genau zuzuhören. Hör sie nicht nur mit deinen Ohren, sondern mit deinem Herzen. Hör genau hin. Denn Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns, den Koran genau zuzuhören. Mit den Herzen zuzuhören. Mit wachsamen Herzen zuzuhören. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Und diejenigen, die, wenn sie etwas Schändliches getan oder gegen sich gesündigt haben, Allahs Gedenken und für ihre Sünden um Vergebung flehen. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und diejenigen, die nicht auf dem beharren, was sie wissentlich taten.